Millionen Licht? Du musst dir den Trailer angucken. Beziehungsweise die Direct zu den DLCs. Power Bank ist bestimmt stolz auf seine neuen Babys. Immer. Hey Miguel! Oh, wie sieht dein Rigigas aus? Inwiefern Rigigas? Ich hab bei Sammy keinen GPS-Fehler, das ist voll viel zu Batman. Mein Charakter in Pokémon Go bewegt sich nicht. Bei mir zu Hause bewegt er sich immer. Ich hab da immer so einen GPS-Fehler. Da geht er immer ein bisschen vor und ein bisschen zurück. Galarigigas, Alter. Rigigas mit Alola Smogmog, Leute. Einfach mal saumselig wegsnacken. Und dann deine Maxen. Also so ein 800, nee, so ein 400, 500 KP Monster. Mit unnormal viel Speed und Attack und Bulk. Prost! Aber du hast leider keine Rückkehr mehr. Das heißt, du müsstest auf Body Slam zurückgreifen. Hat Rigigas nicht den besten Attack in Pokémon? Ne, den besten Attack-Wert hat Deoxys. Gefolgt von Rameidon, glaube ich. Außer die haben das irgendwann mal geändert. Kann sein, dass das irgendwann mal geändert wurde. Aber früher war es so, Deoxys in der Angriffsform hat den besten Attack-Wert. Und dann kam, glaube ich, Rameidon. Ex Atu. Rigas bekommt aber Erholung und Schild neu dazu. Voll gut. Konnt's doch schon vorher. Shiny Kamehaps, meine Damen und Herren. Shiny Kamehaps, 409 Eier. Here we go. Here we go, it happened. Das erste Shiny in fremder Wohnung nach 409 Eiern. Here we go. Easy clap, it happened. Nice. Nice, 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 nice. Das freut mich doch. Sehr, 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 sehr cool. Shiny Kamehaps, schöne Grüße an dieser Stelle an meinen besten Freund Harald, ja. Und da haben wir es, Shiny Kamehaps. Star Shiny. Mit Panzerhaut. Haben die anderen die Hidden Ability? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay. Aber an sich ist es egal, ob Hidden Ability oder nicht, finde ich. Weil du kannst es auch mit Titankiefer spielen, also das ist auch in Ordnung. Und Wassertempo ist jetzt nicht so wichtig. Fürs VGC wäre es vielleicht wichtig, aber da willst du eigentlich eh immer G-Max Kamaim spielen. Aber ist in Ordnung. Gucken wir mal, wie die DVs aussehen. Pretty nice, I guess. Und damit haben wir unser Kamaim abgeschlossen. Ein weiteres Pokémon von unserer Liste. Check! So, Wahnsinn. Mehr Glück als Punkt, Punkt, Punkt. Excuse me? Macht da jemand Auge? So, es hat leider Panzerhaut. Das heißt, ich muss einmal eine Fähigkeitskapsel wahrscheinlich benutzen. Aber das ist in Ordnung. 7 Galar-Pokémon noch. Aktuell 6 nach Kamehaps. Nach Kamehaps sind es noch 6. So, nehmen wir einmal EP-Bonbon L. Beziehungsweise wir nehmen 2. Das müsste nämlich reichen. Perfekt calculated. Da ist es. Kamehaps. Entwickel dich weiter, mein Freund. Let's go.
Und Kamalm sieht so gut aus, Leute. Oh, so ein geiles Shiny. Glückwunsch, dein Kamehameha hat sich zu einem Kamalm entwickelt. Ah, und ich finde, es sieht so gut aus in Shiny. Richtig, richtig geil. Gucken wir mal eben. Im Luxusball, ich finde es richtig schick. Hat halt Panzerhaut, das heißt, ich muss einmal wechseln auf Titankiefer. Aber Titankiefer ist durchaus viable. Ja. Den besten Angriffswert hat Mewtwo laut Serie mit 190. Ja, aber das ist mega. Mega Mewtwo X wahrscheinlich. Das zähle ich mal nicht mit. Das ist safe Bowser. Ja, ich wollte es unbedingt Bowser nennen. Bowser, sein Vater. Ich glaube, das Geschlecht stimmt auch, weil es männlich ist, glaube ich. Yes. Bowser! Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. So. Shiny. Kamalm, beziehungsweise Kamehubs von unserer Liste, meine Damen und Herren. Next Stop. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Masuda. Mal gucken, was genau. Aber Bowser ist von unserer Liste, beziehungsweise Kamalm. Liebe YouTube-Plebs, heute mal bei Sammy. Das heißt also mit einem anderen Setup. Trotzdem schaltet ein, Link in der Beschreibung, auf Twitch, lohnt sich, einfach mal reinschauen, twitch.tv/regibang und seid keine YouTube-Plebs, seid lieber Twitch-Chats, yo, richtig, sage ich immer so schön.